In den heutigen Joker News, Apples neue Funktionen sorgen für das Ende einiger Produkte, welche betroffen sind und wer überhaupt Apples Intelligenz von Anfang an nutzen kann. Heute in den Joker News, ich sage nur, macht euch bereit für eine Warteliste, wie ihr draufkommt und wie es wohl ablaufen wird. Heute in den Joker News, viel Spaß! Was geht ab? Hier ist dein Joker rund um Apple mit allen Neuigkeiten und das sind eine Menge, weil Apple hat ja am Montag die WWDC Keynote abgehalten. Viel Erfreuliches, aber auch ein paar Dinge, die nicht ganz so erfreulich sind. Alles jetzt in den Joker News. Let's go! Ich denke, wir stimmen überein, dass das Intro der diesjährigen WWDC eines der besten war, oder etwa nicht? Ich meine, allein der Helm von Craig Federighi, absolut legendär. Für mich jetzt schon einer der besten Fahrradhelme. Apple, könnt ihr mit ihnen zuschicken? Bitte? Danke! Ich meine, die Keynote von fast 2 Stunden war gefüllt mit extrem vielen neuen Features und mit einem Bereich am Ende, der mal wieder gezeigt hat, wozu Apple in der Lage ist. Die Rede ist natürlich hier von Apple Intelligence. Es kommt dazu Anfang der Woche noch ein extra Video, wo ich im Detail zeige, was da genau passiert und wie es auch datentechnisch läuft. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere gerne den Joker-Kanal. Den WWDC Recap findet ihr im Übrigen, ich glaube, hier oben oder am Ende des Videos. Und jetzt, wo wir wissen, was alles kommt, gibt es natürlich 2 Fragen. A. Welche Geräte sind kompatibel? Und B. Wann kann ich es nutzen? Und die gehen wir jetzt mal als erstes durch. Als erstes mal das Update für die Apple Watch. Das hat viele neue Fitness-Features bekommen, wird aber keine Apple Intelligence-Features bekommen. Und leider wurde das Update für einige Modelle auch eingestellt, die mit WatchOS 11 nicht mehr dabei sind. Dazu gehört die Apple Watch Series 4, 5 und die erste Apple Watch SE. Die erhalten im Herbst kein WatchOS 11 mehr. Mit dabei sind natürlich Apple Watch 6, 7, 8 und 9 und alle Ultra-Modelle. Für die Macs kommt ja macOS Sequoia mit ein paar coolen neuen Funktionen, wie zum Beispiel, dass man sich sein iPhone nicht nur anzeigen lassen kann, sondern auch benutzen kann. Wie als hätte man es in der Hand. Und hier gibt es erstmal die gute Nachricht. Alle Macs, die auch macOS 14 installieren konnten, also macOS Sonoma, können auch das neue Betriebssystem nutzen. Aber zweimal Achtung, einmal Apple Intelligence ist nochmal ein eigenes Thema. Da braucht man Minimum einen M1-Chip und alle Intel Macs, die noch macOS Sonoma unterstützen, bekommen auch das neue Betriebssystem, aber bekommen nicht alle Funktionen und klar, keine Apple Intelligenz für Intel. Live-Audio-Transkription geht auch nur mit dem M1-Chip, aber iPhone Mirroring wird auf dem Intel laufen. Immerhin. Folgende Modelle sind komplett kompatibel. MacBook Pro eingeführt im Jahre 2021 oder später, plus das MacBook Pro 13 Zoll M1 2020. MacBook Air eingeführt im Jahr 2022 oder später, plus das MacBook Air M1 2020. iMac eingeführt im Jahre 2021 oder später. Mac Mini im Jahr 2020 oder später eingeführt. Mac Studio im Jahr 2022 oder später eingeführt. Und der Mac Pro im Jahre 2023 eingeführt. Sind alle dabei. Über Apfel, über könnt ihr nachschauen, ob euer Mac dabei ist. Was die iPads angeht, haben, denke ich, Funktionen wie die Mathe-Notizen überrascht und hätten mir in der Waldorfschule, glaube ich, viele Dramen erspart. Auch hier werden einige Modelle gestrichen für iPadOS 18. Und zwar, diese Modelle sind kompatibel, alle anderen sind komplett raus. Bei den iPads die 7. Generation und später, 2019 rausgekommen. iPad Mini ist es die 5. Generation und später, auch 2019. iPad Air 3. Generation und später, auch 2019. iPad Pro 1. Generation, 11 Zoll und höher von 2018 und bei 12,9 ist es die 3. Generation und höher von 2018. Auch hier einfach in Einstellungen allgemein übergehen und nachschauen, ob euer iPad noch kompatibel ist. Für das iPhone und iOS 18 gibt es, denke ich, am meisten neue Features und die gute Nachricht ist für alle. Denn für alle, die auf ihrem iPhone auch iOS 17 installieren konnten, können iOS 18 bekommen, was wirklich mega ist, weil es hier wirklich viele neue Funktionen gibt. Siehe extra Video. Auch hier oben in der Ecke oder am Ende des Videos. Also, alles ab aufwärts ist am Start. iPhone 10S, 10S Max, 10R, iPhone SE der 2. Generation oder neuer. Da ist wirklich fast jeder bedient. Hier aber nochmal in der Übersicht alle Modelle, die das ganze Paket supporten. Also alle neuen Features plus Apple Intelligence. Bei den iPhones sind es die iPhone 15 Pro Max und iPhone 15 Pro Modelle. iPad Pro mit dem M1-Chip und später. iPad Air mit dem M1 und später. MacBook Air mit dem M1 und später. MacBook Pro, iMac, Mac Mini, Mac Studio, Mac Pro. Also ihr könnt euch bei den Macs eigentlich merken, wenn er keinen M1-Chip hat,
sondern einen früheren, dann ist im Prinzip nicht alles verfügbar, was mit den neuen Funktionen kommt. Also A, Features und B, natürlich Apple Intelligence, was zwei Bereiche im Prinzip jetzt sind. Nach der Kompatibilitätsfrage kommt aber eine weitere Hürde, denn diese neuen coolen Funktionen kommen ab Herbst, aber auch nicht alle. Und wie schon in Joker News vorher angekündigt, haben viele das Label später im Laufe des Jahres oder sogar nächstes Jahr und dann auch nur in den USA und auch da nochmal mit Einschränkungen. Wann ihr damit rechnen könnt oder auch eher nicht und wie wohl der Ablauf sein wird, schauen wir uns jetzt an. Abseits davon, ganz egal welches iPhone ihr habt, schützen sollte man jedes iPhone oder etwa nicht. Erinnert ihr euch noch an die hier? Ich weiß, dass ich damals richtig schockiert war, dass die da mit einem Hammer auf das brandneue iPhone 5S gehämmert haben. Gleichzeitig war ich aber auch schwer begeistert davon, dass eine Marke es hinbekommt, so eine krasse Schutzfolie zu machen. Das ist jetzt schon 11 Jahre her und RhinoShield hat in der Zeit einfach nicht aufgehört, weiter krasse Sachen rauszuhauen. Ich meine, heutzutage gibt es mit dem Rhino Buff eine iPhone-Hülle zum Zocken mit richtigen funktionierenden Tasten auf der Rückseite oder mit dem Circular Next Case ist ein Case am Start, das dank Monomaterial zu 100% wiederverwendet werden kann. So entsteht absolut kein Abfall und mit dem QR-Code in der Mitte kann man sogar noch Details zum Lebenszyklus der Hülle erfahren. Wie gesagt, ich bin seit über 10 Jahren begeistert von RhinoShield und kann euch nur empfehlen, bei den Kollegen vorbeizuschauen. Den Link packe ich euch wie immer unten in die Beschreibung und mit dem Code JOKER10 könnt ihr in den nächsten 48 Stunden noch 10% sparen. Schaut dort also unbedingt vorbei und jetzt würde ich sagen, zurück zu Apple Intelligence. Apple hat mit Apple Intelligence auf jeden Fall eine starke Präsentation hingelegt, die aber wohl erstmal so stehen bleiben wird, weil es den Anschein hat, dass die Einführung von diesen neuen Funktionen einem ähnlich kuratierten Raster folgen wird, wie es bei der Einführung der Apple Vision Pro der Fall war, die im Übrigen ab dem 12. Juli in Deutschland an den Start geht. Wer von euch wird zuschlagen? De facto haben diese neuen Funktionen einen großen Einfluss auf den Verkauf der kommenden iPhone-Modelle. Ihr glaubt nicht, wie viele Kunden sich schon bei mir gemeldet haben, dass sie im September upgraden wollen. Einfach nach der WWDC angerufen. Für mich immer ein guter Indikator und das bestätigen auch die Apple-Analysten von Wedbush, die einen sogenannten Super-Cycle erwarten, also starke Verkäufe für die kommenden iPhone-Modelle. Ich meine, man muss hier bedenken, dass einige Kunden, die ihre iPhones vor weniger als einem Jahr gekauft haben, die neuen Funktionen nicht nutzen können, da das Standard-iPhone und iPhone 15 Plus nicht kompatibel sind, was ich schon sehr, sehr krass finde. Abseits davon kann man wirklich sagen, entsteht hier für Apple gerade der heilige KI-Gral, denn erstens, mit diesen neuen Funktionen werden laut Wedbush viele aktualisieren, die im Modell seit 4 Jahren oder länger nicht aktualisiert haben und das wird vermutlich zu einem neuen Rekordjahr in iPhone-Verkäufen führen. Zweitens werden Entwickler natürlich hunderte von Apps auf Apples KI-Funktionen bauen. Man kann sagen, dass hier ein neuer KI-App-Store entstehen wird, der wichtigste Platz wird, wie Kunden mit generativer KI interagieren werden. Und on top hat Apple dann in den nächsten Jahren die Möglichkeit, verschiedene Stufen von KI-Abos anzubieten, denn es werden ja immer neue Funktionen kommen und das wird die Services-Sparte bei Apple natürlich wieder beflügeln, monetär versteht sich. Aber zurück in die Realität, es muss klar sein, dass im Herbst diese neuen KI-Funktionen erstmal in der Beta kommen und auch nur in den USA und sie kommen wohl mit einer Warteliste. Ja, das ist kein Scherz. Macht euch jetzt schon ready, so schnell wie möglich auf iOS 18 zu aktualisieren, wenn ihr die neuen Funktionen testen wollt. In iOS 18 wird Apple Intelligence mit dem Codenamen Grey Matter geführt. Jetzt gibt es Verweise auf eine Warteliste mit bestimmten Zeichenfolgen, die Join the Grey Matter Waiting List und Joint Waitlist sagen. Es gibt auch eine Formulierung, die sich auf begrenzte Vorschau bezieht. Und das bedeutet im Prinzip, dass nicht jeder auf dieser Warteliste auch sofort drankommt, beziehungsweise überhaupt drankommt. Für alle, die außerhalb der USA sind und zur Beta eingeladen werden, beziehungsweise über die Warteliste reinrutschen, wird es möglicherweise trotzdem verlängerte Wartezeiten bei der Beantwortung bzw. Bearbeitung der KI geben. Das wird zum einen daran liegen, dass Apple mit dem Private Cloud Computing Server Farm ordentlich zu tun haben wird, bei dem Ansturm, den es geben wird. Denn die englische Userbase ist ja trotzdem sehr, sehr groß. Ihr müsst einfach mal überlegen, wie viele Geräte sofort Zugriff haben weltweit, die auf Englisch eingestellt sind.
In der ersten Entwickler-Beta waren ja noch keine Apple Intelligence-Funktionen vorhanden, aber wir können damit rechnen, dass in den zukünftigen Betas vielleicht schrittweise diese eingeführt und getestet werden können. Ja, und wann andere Länder folgen werden, hängt sicherlich damit zusammen, wie schnell Apple diese Serverfarm, also Private Cloud Computing, umsetzen kann. Es wird vermutlich bis nächstes Jahr brauchen, bis wir diese Funktion auf Deutsch nutzen können. So heißt es zumindest derzeit auf Apples Webseite. Ich gehe allerdings davon aus, dass es schneller gehen könnte, da es für Apple natürlich essentiell wird, da diese Funktionen zu noch mehr Verkäufen führen werden, in allen Produktsparten, außer bei der Apple Watch. Aber da wird vermutlich ja auch was Neues kommen im Herbst, denke ich mal. Es bleibt spannend und es entsteht ein komplett neuer Bereich, der, denke ich, extrem viel Potenzial hat. Man kann definitiv sagen, dass Apple sehr durchdacht diese neuen Funktionen in das System integriert hat, auch wenn der ein oder andere Bereich sicherlich verschwinden wird oder sich noch weiterentwickeln muss. Ich spreche hier zum Beispiel von der Bildgenerierung, die für Präsentationen sicherlich okay ist, für den persönlichen Gebrauch aber noch eher ein bisschen creepy wirkt, für mich zumindest. Wenn ihr keine News rund um Apple verpassen wollt, abonniert gerne den Joker, auch auf Instagram. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Joker News. Ciao.